Ich muss mal wieder euer Lukas von Gamers Test mit einer neuen Episode Forsaken Wild. Erstmal natürlich, es tut mir leid, dass in letzter Zeit nicht so viel hochgeladen wurde, aber ich hatte leider ein paar Probleme mit meinem PC. Was heißt, dass er die Videos, die ich aufgenommen habe, nicht richtig aufgenommen hat. Also da war dann zwischendrin einfach mal irgendwie ein Cut. Oder es war einfach total verzerrt, ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt gefixt habe und ja, dann sehen wir mal weiter. Genau kann ich es natürlich nicht sagen, das sehe ich erst hier nach der Aufnahme. Aber man kann ja immer hoffen. Und im Übrigen, für Forsaken World ist jetzt gestern das neue Update rausgekommen, War of Shadows, also auf Deutsch Krieg der Schatten. Und damit wurde auch die neue Klasse der Werwölfe eingeführt. Muss ich direkt dazu sagen, ich werde die Werwölfe in dem Sinne nicht reviewen, sondern ich werde, ja, wie sagt man das am besten, ich werde ein englisches Let's Play anfangen, das hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit vor, und da werde ich eine Werwolf-Klasse erstellen. Also für die, die das Gerede hier nicht so sehr interessiert, die können sich das dann anschauen. Warum lecke ich hier so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich werde da ein... Ach, halt mich doch. Da geht meine FPS runter. Naja, also wie gesagt, englisches Let's Play, da werde ich eine Werwolf-Klasse machen. Und das könnt ihr euch ja dann anschauen, wenn ihr nicht so viel Wert auf ja, mein Sprechen hier legt. Was auch teilweise durchaus verständlich ist, weil hin und wieder, sage ich jetzt einfach mal, wirke ich auch sehr gelangweilt. Was aber nicht so ist, ich bin nämlich einfach nur konzentriert. Und größtenteils weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Also so viel dazu. Was wir jetzt in diesen nächsten Folgen machen werden, ist, wir werden mal schauen, dass wir ein bisschen aufleveln. Sehr klar. Ich werde schauen, wir könnten im Prinzip direkt in die Gottesprüfung, aber mein letztes Video, was ich hochgeladen habe, das war ein Gildenrun. Beziehungsweise es war mit mir und meiner Gildenleiterin. Das war auch die Gottesprüfung, von daher werde ich das jetzt mal auslassen. Ja. Dann schauen wir einfach mal, dass wir ein paar Hauptquests weitermachen. Weil mittlerweile wird... Das Lang geht mir so auf den... Ja. Dann schauen wir einfach mal, weil mittlerweile braucht man bestimmte Erfolge, also so und so viel von so und so viel Hauptquests, um hier das nächste zu entlocken. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt so wie ich nicht so sehr auf die Hauptquest geht. Weil ich bin da ja nicht so der Fan von, größtenteils. Dann mache ich lieber ein paar Henrys, um aufzuleveln. Deshalb, oh, schick, aber leider gebunden. Das ist das Crit ausweichen. Schick. Und XP freischalten. So, und weiter. Jo. Dann gehen wir jetzt halt einfach mal die regulären Sachen durch. Ich gehe dann direkt weiter mit der Hauptquest. Dass wir da halt ein bisschen vorankommen. Und das hier ist übrigens ein Werwolf. Was man sagen muss bei dem Werwolf, es gibt für die weiblichen Werwölfe nur Priester und für die männlichen gibt es nur Assassine. Nichts anderes. Also wirklich nur Assassine und Priester. Ich persönlich finde es scheiße, aber sie werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Denke ich mal. Ich hoffe es mal. Naja. So. Achso, Anmeldequest. Ja, Cash Shop. Tutor der Ausbildung.
Ja, hierzu braucht ihr CashShop-Items. Ist natürlich sehr toll. Okay. Ja, wie gesagt, also für die Glückspakete und diese Erinnerungskarte braucht ihr, wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Kleeblatt. Magischer Klee. Und die kosten 40 Blätter und man kann sie nicht mit Seelenblättern holen. Das finde ich ziemlich blöd gemacht, weil das zeigt einfach nur, wie Cash-Shop-lastig dieses Spiel ist. Das heißt, ihr müsst, also wirklich, ihr müsst cashen, um dieses kostenlose Item erhalten zu können. Ich habe das auf meinem anderen Charakter gemacht und muss dazu sagen, es war wirklich nur Scheißdreck. Was habe ich da rausbekommen? Ach genau, einen mittleren Tierkern war es, glaube ich. Das heißt, dass die in diesem mittleren Tierkern ist EXP gespeichert. Das heißt, wenn ihr das Ganze auf ein eins eurer Tiere anwendet, steigt das Level. Aber auch nicht wirklich viel. Und für diesen mittleren Tierkern habe ich 40 Blätter ausgegeben. 40 Blätter kann man ungefähr umrechnen, sind 10 Gold. 10 Gold für einen mittleren Tierkern ist verdammt viel. Also, nur um das mal zu klären. Es ist verdammt viel. Aber was bezahlt man für so ein 3-4 Gold, wenn überhaupt? Also es hat sich meiner Meinung nach überhaupt nicht gelohnt, von daher werde ich das hier auch nicht machen. Und unser Tier ist weg, fällt mir gerade auf. Das haben wir schon angenommen und das Geschenk war, glaube ich, auch schon angenommen. Ja. Müssen wir uns eins kaufen. Flugtier haben wir auch nicht. Komisch. Naja, es ist nicht sehr teuer. Ach genau. Und zwar, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung für meine eigene Gilde. Und zwar die Gilde Rising Storm, die ist jetzt hier nicht vertreten, weil die ist wirklich noch Level 1. Also jetzt hier im Spiel. Und zwar suchen wir noch aktive Member. Ich sage das jetzt einfach mal so heraus. Aber nicht nur für das Spiel. Und zwar, da kann man auf unserer Webseite nachgucken, die kommt in ein paar Tagen online. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Für die, die nicht in die Beschreibung gucken wollen, das ist risingstorm.de.vc. Ja, .vc, kostenlose Domain. Und da steht auch drin, in welchen Spielen wir vertreten sind. Das sind halt Forsaken World, Demon Slayer, also ein Browser-Game. Ich glaube, überlegen, Hero Zero auch ein Browser-Game. Da muss ich gerade überlegen, wie es heißt. So, sorry, da ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Ja, bekanntes Problem bei mir. Aber genau, was ich weiter sagen wollte, und zwar das Spiel heißt, jetzt habe ich hier nämlich eine Liste, Planet Side 2. Das ist ein MMO-FPS. Da kann man sich auch downloaden. Blablabla. Das ist aber da keine Gilde oder ein Clan oder so. Das ist einfach nur ich und ein paar Leute, die das spielen. Des Weiteren sind wir in Terra. Das wird gerade aufgebaut. In Minecraft, da. Ja, wir haben halt einen Minecraft-Server. Und halt Combat Arms, das ist auch ein FPS. Da haben wir auch einen Clan drin und Call of Duty. Das sind so die, die wir jetzt haben, wenn ich nichts übersehen habe. Ah ja, und in Demon Slayer, dem Browser-Game, heißen wir nicht Rising Storm, sondern Avalon. Avalon ganz einfach, weil Rising Storm hat nicht hingepasst. Forsaken World ist Rising Storm, Combat Arms ist Rising Storm, COD ist Rising Storm Hero Zero, Minecraft. WoW kommt auch noch auf dem offiziellen Server. Das ist aber noch nicht drin. Aber da werden wir dann auch Rising Storm heißen. Ich werde die genaue Liste nochmal in die Beschreibung packen, denke ich. Wird sich, glaube ich, eher lohnen.
komisch. Achso, das haben wir ja alles schon. Und ja. Also mich würde es freuen, wenn sich auch hier in Forsaken World ein paar bewerben würden. Ganz einfach, also wie man sich bewirbt, ist eigentlich ganz einfach. Man kann entweder mich hier auf den Charakter, also Gamers Test, anschreiben oder die Madeleine, die Gildenleiterin, auch genannt Zoe Dark. Alles in der Beschreibung. Und oder Taryni, ebenfalls in der Beschreibung. Das ist mein anderer Charakter, mein Hoher. Der ebenfalls dann Vize-Gildenleiter ist, wenn wir Level 2 erreichen. Jo. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, entweder dann in ein paar Tagen auf dem Forum, bei uns auf der Webseite, oder einfach hier einen Kommentar hinterlassen. Geht auch. Wird alles beantwortet. Jo. Fürs Forum müsst ihr euch unbedingt übrigens anmelden. Weil ansonsten, ja, wir wollen halt ein bisschen kontrollieren, wer da was schreibt. Zudem haben wir auch eigene Member Areas. Und dass das alles so da geregelt ist. Jo. Ach ja, genau, unser Matrosenaffe. Hat er eigentlich irgendeinen Buff? Irgendwas? Nein. Naja. Ah, wieso mache ich jetzt eigentlich Henrys weiter? Wollte ich doch gar nicht. So, erstmal die letzte Henry. Dann holen wir uns erstmal wieder ein Reittier. Dann holen wir uns ein Flugtier und dann machen wir die Hauptquest weiter. So. Netzrufhandel Reittier erhalten oder bestätigen. So. Und dann hier vorne das Flugreittier. Nö. Ich brauche nur ein Reittier. So, da ist es. Das kommt auch hier schön in die Leiste und dann fliegen wir wieder zum Morin, um die Hauptquest weiterzumachen. Ja, komm. So. Ich hasse das. Was gibt's noch, worüber man reden könnte? Naja, eigentlich nicht viel, aber ich könnte gerade mal in den Patch Notes nachgucken, was denn Neues drin ist. Neue Rasse, der Werwolf. Neue Startzone und relevante Erfolge und Quests. Werwolf, Fähigkeit, bla bla bla. Neue Position, so, es gibt nur zwei Sorten Anima. Neue Solo-Instanz für alle Charaktere Stufe 60 plus. Für eine Solo-Instanz, das ist eigentlich ganz cool, das habe ich schon ausprobiert. Oh. Das wusste ich nicht. Die Bosse in bestimmten Instanzen besiegen. Okay. Neue Fusionsedelsteine können Fertigkeit und Widerstand des... LOL. Neue Fusionsedelsteine. Ja, ist gut. Das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Cash-Up-Items sind, aber ich will trotzdem nur mal gucken. Die Kristallschere, die Kristallschere. Ne? Hier steht auch nichts drunter. Die Fusionsedelsteine. Sagt mir auch gerade gar nichts.
Ja, System, Tugend und Laster wird erweitert. Ja, das habe ich auch gesehen. Ostens Befehl kenne ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Kriegsgottereignis Sonntags. Ja, das war aber schon vorher so. Mit der ersten Elf-Frost-Windtalschlacht nahm ich schon seit heute Schlachtfeld-Thron zu eignen. Ja, ist okay. Großer Besorg. Ja, da muss ich echt nochmal reingucken, also es würde mich mal interessieren. Ah ja, neuer Kalender, sieht man, was für Quests noch offen sind. Die haben wir zum Beispiel alle schon, glaube ich. Ja, die haben wir schon. Port Clarus, da sind wir jetzt. Mehr der Vergänglichkeit haben wir noch gar nichts gemacht. Na, persönlich. Gruppe, Gilde, PvP, Ausrüstung, Weltboss, Glück. Ja, ist okay. Ist okay. Sag mal, was haben wir bei Weltboss? Tonstart. Götterschlag. Wie viel haben wir es denn? 21:05 Uhr. Oh, Skorpionkönig. Boah, wie ich diesen Boss hasse. Boah, wie ich ihn hasse. Also, der Skorpionkönig, der ist echt hart. Das muss man definitiv sagen. Der ist echt mies. Der ist wirklich mies. Also, da hatte ich wirklich dran zu beißen an dem. Was haben wir noch? PvP. Achso. Das wird kurz Autoroot. Wasserfall. Und weiter gucken. Gilde, sind wir nicht drinne. Gruppe. Gottes Momentum-Modus. Eigenes ist offen. Schriftgelübde empfohlen. Gruppe empfohlen. Mir egal. Schwarzbachtal ist immer offen. Alchemie-Training. Oh, Belohnung wird gestapelt. 400%. Rednerstudium. Oh. Hafenweg. Oh. Angewandt in der Partnerschlacht. Kriegt Elemente. Phönixgeschenk. Mordbefehl. Freunde. Achso. Das ist Sturminvasion Osten. Ja, dann machen wir die nachher mal. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja, das sind noch Quests für die Instanzen. Ausdruck, Sturms, leeres Grab, bla bla bla. Okay, ist schon mal gut zu wissen. Jo. Komm. Morin, wir kommen. Bis 35 dürften wir gleich geschafft haben. Hoffentlich. Berufe ist noch alles Level 2. Geht. Ich bin müde. So, Barton. Ja, das ist Level 60 plus. Was ist das? Dann melden wir uns mal für den Albtraum-Karneval an. Mal sehen, ob wir da eine Gruppe finden. Oh. Tatsache. Das ging verdammt schnell. Okay, dann machen wir halt den Albtraum-Karneval. Ich würde jetzt eigentlich das Fenster aufmachen, weil in meinem Zimmer ist gerade so stickige Luft, aber draußen schneit's wie Sau. Und ich bin total verschnupft, also man hört's vielleicht. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft.
Ich lasse es, glaube ich, diesmal mit dem Sagen, dass ich aufnehme. So, jemand, der noch tragen kann, ja. Da fehlt, glaube ich, einer. Ja, die werden mit Sicherheit sich selbst tragen, das ist klar. Und der läuft da vorne rum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Männlich oder weiblich? Jetzt haben sie mich einfach stehen lassen. Die ist weiblich und sie lässt mich einfach stehen. Weil der Vorteil hieran ist, dass man, wenn eine Frau sich von einem Mann tragen lässt, kann man einfach hier durchgehen, ohne dass irgendwas passiert. Naja, macht nichts. Dann seht auch mal, wie das im Normalfall geht. Ja, und zwar müsst ihr einfach nur hier dem Kreis folgen. Der heilt euch die ganze Zeit. Bis ihr dann irgendwann da vorne ankommt. Das kann unter Umständen hin und wieder ein bisschen länger dauern. Ich muss jetzt nicht so weit zurückgehen. Ich will irgendwann auch da vorne ankommen. Und weiter geht's. So. Das hier ist ein bisschen schwieriger, da werden die meisten, die das neu machen, also die das noch nicht kennen, größtenteils eigentlich versagen, weil sie es halt noch nicht kennen. Und zwar hier, sei das, sagt immer ein Kommando. Und zwar war das jetzt hier. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt sieht man's.